In meinem heutigen Video möchte ich dir zeigen, welche Produkte ich in nächster Zeit noch vorstellen werde. Ist vielleicht ein guter Zusammenschluss, damit du einfach siehst, was so in nächster Zeit noch kommen wird. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle dir heute meine Produkte vor, die ich in den nächsten Videos noch vorstellen werde. Also da kann ich einfach noch nichts dazu sagen. Es gibt für mich immer eine einzige, wie sagt man, so ein Gesetz. Ein Produkt wird von mir nie sofort vorgestellt. Die Kosmetikindustrie will halt verkaufen, ne? Und ich möchte hier auf dem Kanal nur Produkte vorstellen, die ich auch wirklich als gut bezeichne. Und ich habe vor über einem Jahr meine Kosmetik umgestellt auf nicht mehr hundertprozentig Naturkosmetik, auf duftstofffrei und auf Mikroplastik achte ich eben auch. Und alles, was du jetzt siehst, ist vegan, tierversuchsfrei, das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Und es wird noch eine Sache bei mir ankommen, das ist eine Zahnbürste. Ihr habt in der Vergangenheit mal unter einem Video von mir gemeint, dass ihr Probleme mit der Holzzahnbürste habt. Ich arbeite mit dem Daniel wieder zusammen und der schickt mir eine Zahnbürste zu, wo auch noch ein guter Zweck dabei ist. Also da wird ein Hilfsprojekt gleichzeitig noch mit unterstützt und ich bin super gespannt. Ist noch nicht da. Ist eine Art Bambusplastik oder so. Bin ich mir noch nicht so hundertprozentig im Klaren darüber, muss ich nochmal nachlesen. Jetzt geht's aber los mit der Kosmetik und der Marke No. Die Sachen habe ich gestern bekommen und das Video dazu wirst du Anfang Oktober sehen. Ein Gesetz für mich gibt es, die Sachen 4 Wochen zu testen. Das ist für alles hier, was jetzt hier liegt. Und da baut sich anscheinend ein 120-Stunden-Depot nach 4 Wochen auf. Ich bin gespannt, was meine Haut sagt. Die Erfahrung, die ich jetzt mit No gemacht habe, war immer gut. Die Produkte sind top. Das sind wirklich eine der besten Produkte, meiner Meinung nach, die es in der Drogerie gibt. Man muss da halt echt wirklich aufpassen. Wir werden zugeballert mit Duftstoffen und wundern uns, warum wir uns dann irgendwie kratzen. Wenn du dich im Gesicht kratzen musst oder es irgendwie juckt, ist es immer kein gutes Zeichen. Also dann verträgst du irgendwas nicht. Also musst du ein bisschen vorsichtig sein. Und bei mir war es früher so, ich habe das immer missachtet, seit ich auf duftstofffrei umgestellt habe. Und das sind beide Produkte. Geht es meiner Haut wesentlich besser. Ne? Dann haben wir hier noch ein Produkt, das ist auch von No. Das ist vom ersten Mal. Übrigens, das hier sind halt PR-Samples, genauso wie das. Habe ich nicht bezahlt. Das ist aber beduftet und das ist eines der ersten Produkte, die diese rausgebracht haben. Gab es vorher erst im Online-Shop, jetzt gibt es das auch im DM. Dazu habe ich aber keine Erfahrung. Ich bin aber jemand, ich habe große Poren, ne? Da bin ich auch gespannt. Das braucht aber noch eine Weile, weil wie gesagt, ich jetzt die anderen 2 Produkte erstmal testen möchte. Und auch hier bin ich natürlich gespannt. Das ist hier auch ein Serum. Das ist wieder in der altbekannten Verpackung. Hier, ne? Ah, was ich noch zeigen wollte, was mir unwahrscheinlich gut gefällt, was immer mehr kommt jetzt, sind die Aluminium-Tuben. Ich liebe die. Früher habe ich mir die Sachen von Weleda ausschließlich nur wegen den Aluminiumtuben gekauft. Ich finde die super geil, dass das auch so ein bisschen wieder zurückkommt und auch das Outfit ist doch echt super schön oder sehr basic. Ich mag das überwiegende Weiß mit dem blauen Ring drumherum. Es sieht halt einfach auch super toll aus, wenn man das so hinstellt und so. Ich mag das auch, weil es bleibt auch auf dem Deckel stehen, ne? Also das ist richtig cool. Und es ist anscheinend eine sehr, sehr sparsame Angelegenheit. Habe ich jetzt schon 2-mal angewendet. Man braucht nur eine Erbsengröße. Und dazu gibt es das Serum eben. Bin ich super gespannt. Und auch hier, das habe ich jetzt schon eine Weile lang länger. Das ist mal so ein bisschen zurückgeschoben worden jetzt.
Auch da bin ich gespannt. Ich will jetzt mal 4 Wochen konstant nur die 2 Produkte testen, damit ich eben auch sagen kann, wie das so ist. Und ja, und das kommt dann auf jeden Fall danach dran. Was auch danach dran kommt, jetzt kommen ein paar Produkte von Face Diori. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Face Diori-Fan. Hatte ich jetzt schon in der Verwendung. Das ist auch ein Serum für die Poren. Pore Bright NC Serum. Wer Face Diori nicht kennt, die kommen aus England. Das ist ein Niacinamid-Serum mit Acelensäure und Salicylsäure. Also da ist viel Säure enthalten. Ich habe beim anfänglichen Testen schon bemerkt, dass ich das nicht oft hintereinander anwenden kann. Nichtsdestotrotz wird es weiter ausgetestet und wenn es gar nicht gehen sollte, werde ich das natürlich weiter verschenken. Bei Säure muss man aufpassen. Es kann sein, dass ich auf die Acelensäure reagiere, keine Ahnung. Es ist jetzt keine große Reaktion, aber ich habe mich schon wieder erwischt, wie ich diesen hier gemacht habe. Und jetzt nehme ich das den zweiten Tag nicht und schon ist es besser. Na, also liegt es schon dann so ein bisschen an dem Produkt selber. Dann habe ich eine Augencreme gerade in der Anwendung. Da wird es relativ schnell was dazu geben. Das ist auch eine Metalltube. Ich liebe die Metalltuben. Dieses also hat bei mir schon gewonnen, dadurch, dass das eben in einer Metalltube drin ist. Ich gebe euch nur einen Tipp bei dem Produkt. Kommt nicht auf die Idee wie ich und denkt, ah, das war, also ich möchte das alles nach vorne schieben. Nicht, wenn sie noch so voll ist. Ich glaube, ich habe 10 Anwendungen dann in der Hand gehabt, weil da war so eine Spannung dann auf der Tube drauf. Das war dann nicht so geil. Das kann man auf jeden Fall machen, wenn sie ein bisschen leerer ist, auf jeden Fall. Die ist auch nicht schlecht. Bin echt begeistert davon. Gerade am Anfang war das für mich so. Oh. Bin jetzt nicht jemand, der viel Augencreme verwendet, weil ich eben in dem Bereich nicht so viel Probleme habe. Auch relativ wenig Falten habe, weil ich eben eine fette Haut habe. Das ist auch zu was gut, ne? Also wir schimpfen immer über unsere fettige Haut, aber Menschen mit fettiger Haut haben viel weniger Falten. Ist halt so, ne? Schon dieses Outfit wieder. Ich bin halt jemand, ich mag es sehr clear. Und Face Diori bringt das halt einfach. Und die Creme ist echt gut. Die ist wirklich gut. Möchtest du noch ein bisschen austesten? Denkst du, dass ich in den nächsten 2 Wochen das Produkt dann mal als Video umsetzen möchte? Dann haben wir eine Creme, eine Bodycreme. Da auf die habe ich schon die ganze Zeit so ein bisschen gestiert und mir gedacht, ah, sollen wir mal was Hochwertiges kaufen? Weil es ist kein Geheimnis, ich trage Kompressionsstrümpfe und Menschen mit Kompressionsstrümpfen sollen die Haut ein bisschen mehr pflegen. Gerade da, wo der Strumpf ist. Und da ist auch Säure drin, da ist AHA drin. In dem Serum von Face Diori ist BHA drin hier. Und das macht sich echt gut auf der Haut. Hier hat Face Diori, und das finde ich richtig gut, eine Warnung neben das Produkt in der Produktbeschreibung drin, in Rot, dass man es auch liest, dass wenn man das auf Stellen aufträgt, wo halt Licht hinkommt, dass man da Sonnencreme auftragen muss. Das ist einfach echt wichtig. Das machen so wenig Hersteller. Das ist so eine gefährliche Sache mit den Säuren. Das macht man so leichtfertig. Wer Säuren anwendet, muss Sonnenschutz tragen. Und da ist eben, wie gesagt, auch Säure enthalten. Und wenn man es halt in dem Bereich aufträgt, was ich jetzt im Moment nicht mache, ich trage es wirklich nur auf den, im unteren Körperteil auf, eben an den Füßen hauptsächlich, Beinen. Ich muss aufpassen. Der Schwabe sagt Fuß zum ganzen Bein. An den Beinen trage ich es komplett auf. Und da macht sich die echt gut. Ich habe schon so meine erste Meinung gebildet, habe auch schon relativ viel draußen. Riecht nach Melisse. Also ich habe die jetzt nicht duftstofffrei bekommen, leider. Wäre mir lieber gewesen, wenn da gar keine Duftstoffe drin gewesen wären. Sie ist anders. Sie ist anders. Ja, also die ist richtig fest. Die ist nicht so wie jetzt eine Bodylotion, die man sich in der Drogerie kauft. Oder eine Creme, die ist richtig, richtig fest. Du brauchst da echt nicht viel davon. Das ist echt klasse und vor allem plastikfrei.
Das ist echt toll, eine plastikfreie Verpackung. Ich habe immer mehr so Gläser jetzt gerade bei mir rumstehen. Mein Deo ist ja auch so ein Glas. Und ja, da wird es auch in den nächsten 2 Wochen dann ein Video dazu geben, weil ich die jetzt einfach auch schon länger teste. So, dann kommen wir zu den festen Shampoos, Schrägstrich festen Duschgels. Den habe ich jetzt auch schon länger am Wickel. Und habe ich auch schon zweimal jetzt an den Haaren angewendet. Meine Kopfhaut sagt nicht zu sehr wow. Also die Haare lassen sich super damit waschen. Muss man echt sagen, er ist mild formuliert. Außer dass es halt, was ist drin? Es ist ein Sulfat drin, aber eine abgeschwächte Variante. Also jetzt gerade nicht auswendig. Ich sehe es hier auch gerade nirgendwo. Ingredients: Sodium, Kokosöl, Isopropan. Es ist gar kein Sulfat. Super. Also ich werde es auf jeden Fall nochmals austesten, wie es auf dem Kopf ist. Da muss ich eben nochmal die Haare damit waschen. Aber am Körper liebe ich den. Der schäumt. Leute, der schäumt. Ich habe ja ein festes Duschgel vorgestellt, wo es halt nur so einen Film gegeben hat auf der Haut. Und das ist für mich eine Sache, die geht für mich gar nicht. Ich brauche Schaum auf dem Kopf, ich brauche Schaum im Mund, wenn ich die Zähne putze. Und ich brauche Schaum auf der Haut drauf. Ich liebe Schaum, das muss einfach sein. Und der Duschbrocken, wie oft habe ich den vorgeschlagen bekommen? Der Duschbrocken ist auch gut für Mädels mit Locken. Also das habe ich schon festgestellt, als ich mir die Haare damit gewaschen habe, hatte ich richtig krasse Locken. Und da wird es eben auch in den nächsten 2 Wochen ein Video dazu geben. Mal abschließend, wenn ich jetzt mir nochmal die Haare damit gewaschen habe, dass ich da halt einfach auch was dazu sagen kann. So, und dann haben wir hier jetzt noch 3 feste Shampoos, die ich noch testen muss, die ich noch gar nicht angefangen habe. Fangen wir mal mit dem an, was ich jetzt am längsten hier habe, was ich jetzt als nächstes testen werde. Altera hat jetzt auch ein festes Shampoo. Wird demnächst jetzt mal drankommen. Ich muss jetzt erstmal, wie schon erwähnt, den Duschbrocken nochmal verwenden. Und dann werde ich mal das hier verwenden. Das Gute ist, wenn ihr mit einem festen Shampoo nicht klarkommt, nützt es am Körper. Nützt es am Körper. Dann könnt ihr das super gut verbrauchen. Dann verbraucht sich das auch relativ schnell. Die Produkte sind jetzt 5 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Knapp unter 5 Euro. Das ist die Geruchsrichtung Bergamotte, Bio-Olive. Dann habe ich hier von Shear ein festes Shampoo. Tut sich jetzt gerade echt wahnsinnig viel. Der riecht echt gut. Der riecht nach Vanille und Hafer. Der ist echt super. Und der hat auch 5 Euro gekostet. Das gibt es beim DM Shear. Ist ja immer dieser gute Zweck dahinter, finde ich gar nicht mal übel. Da gibt es auch noch so einen Pflanzendrink, so einen Haferdrink, den werde ich auch noch austesten. Das interessiert mich dann schon, weil die sind gerade relativ breit aufgestellt. Das hat angefangen mit den Riegeln, dann gab es noch Schokolade dazu, jetzt gibt es den Haferdrink, es gibt Seifen, es gibt das hier. Ich bin gespannt, also dazu kann ich noch gar nichts sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dann haben wir hier noch, und das hat ein bisschen mehr gekostet, da sind wir bei fast 10 Euro, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles, was ich jetzt austesten möchte, unten in der Infobox. Und was ich als PR-Sample bekommen habe, markiere ich extra. Das hier ist von Wolkenseifen. Wolkenseifen haben auch feste Shampoos, habe ich jetzt schon lange drauf gestiert. Jetzt musste ich wieder was bestellen und habe mir natürlich das dazu bestellt. Das ist für feines Haar mit Henna, soll so Proteine aufbauen. Ich habe eh mit den Haaren so ein bisschen einen Proteinmangel. Die kannst du sehr schnell durchreißen, meine Haare. Und vielleicht ist das richtig gut, aber da braucht es noch ein bisschen. Ne? Also ich muss erstmal die anderen Sachen austesten. Jo, es hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Ich bin gespannt, welches Produkt findest du irgendwie am interessantesten jetzt, was ich dir gezeigt habe? Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.